In diesem Video nehmen wir euch mit über die Costa Favolosa. Das 290 Meter lange Schiff von Costa Kreuzfahrten wurde im Juli 2011 in Dienst gestellt und gehört zur Concordia-Klasse. 2018 wurde das Schiff renoviert. Es bietet Platz für bis zu 3800 Passagiere. Wir starten auf Deck 14, wo ihr die Wasserrutsche und auch schon einige Plätze zum Sonnen findet. Deck 12 lädt mit Sportplatz und Joggingstrecke zur Bewegung im Freien ein. Zum Abend hin bietet die Sunset Lounge Drinks in schöner Atmosphäre mit Blick auf das Meer. Auf Deck 11 spielen die kleinen Kreuzfahrer im Außenbereich des Kids Clubs und es gibt Bade- sowie weitere Sonnenmöglichkeiten. Im Innenbereich dieses Decks entspannt ihr euch im Wellnessbereich. Oder ihr geht für ein Workout in das Fitnesscenter. Deck 10 eröffnet euch außen einen tollen Blick über den Heckbereich. Drinnen haben die Kinder ihre eigene Welt im Kids Club. Außerdem könnt ihr in der aufpreispflichtigen Pizzeria die berühmte Costa Pizza genießen. Das Wetter ist einmal nicht so gut? Kein Problem, die Costa Favolosa verfügt auf Deck 9 über einen überdachten Poolbereich mit Bar- und Snackbereich. Außerdem gibt es hier auch Spielemöglichkeiten. Ist das Wetter aber top, dann ist der superschöne Poolbereich am Heck mit seinen Sitz- und Liegemöglichkeiten sowie der Bar die bessere Wahl. Ebenfalls auf Deck 9 befindet sich das beliebte Buffet-Restaurant. Wir überspringen die Decks 8 bis 6, auf denen sich ausschließlich Kabinen befinden, und begeben uns ins Atrium, welches sich von Deck 5 bis Deck 3 erstreckt. Es ist das Herzstück im Inneren. Hier und drumherum findet ihr verschiedene Bars, Shops, die inkludierten Bedienrestaurants und auch kostenpflichtige Spezialitätenrestaurants.
Auf Deck 5 ist auch das Theater angesiedelt, welches sich ebenfalls bis Deck 3 erstreckt. Im Casino kannst du dein Glück versuchen und das Arcade-Spielezimmer lädt zu diversen Videospielen ein. Wer lieber ein klassisches Brettspiel spielen oder auch etwas arbeiten möchte, der zieht sich in den ruhigeren Kartenraum zurück. Leseratten besuchen die Bibliothek auf Deck 4, wo sogar eine Kapelle angesiedelt ist. Außerdem gibt es einen Konferenzraum. In der Disco hingegen wird bis zum Morgengrauen getanzt. Bei Fragen geht es an die Rezeption auf Deck 3. Zudem ist dieses Deck der richtige Platz, wenn ihr während eurer Cruise Ausflüge buchen wollt. Die Costa Favolosa ist natürlich nicht mit den hochmodernen Schiffen der heutigen Zeit zu vergleichen. Sie hat ihrem Alter entsprechend auch einige Schönheitsfehler und das eher etwas dunklere Innenleben muss man mögen. Dennoch finden sich super schöne Plätze wie zum Beispiel der Pool am Heck oder auch die modern wirkende Sunset Lounge. Wir würden die Costa Favolosa bei passenden Rahmenbedingungen für uns wieder buchen und sie nach entsprechender Beratung auch unseren Kunden durchaus vorschlagen.